Willkommen zurück zu Portal 2 im Koop mit Lilly Oriana LP. Ja. Huhu, da bin ich. Ihr wisst, dass ich nicht zurückwinken kann. Nicht Niemand schlimm. Spricht mit dir. Ist nicht Reden schlimm. Mit uns. Genau. Weil wir haben uns ja jetzt wieder lieb. Genau. Jetzt ist ja wieder alles okay. Nachdem ich... nicht an. Knallhart. Ja, Mama. Ja, hier Kinder auf der Bettdecke. So. Oh Mann. Ja, die letzten Folgen waren wir sehr erfolgreich. Ja. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Mindestens genauso erfolgreich. Ich hoffe es. Das darf jetzt nicht noch einmal passieren mit dieser, wie diese eine Kammer. Dafür beginnen jetzt irgendwie viele Folgen momentan damit, dass wir ein Ladescreen haben. Ja, stimmt. Wir sollten das mal ändern. Wir sollten mal an einer anderen Stelle aufhören. Ja, ja, ja. Lalala. Vielleicht, wenn wir durch den Ladescreen durch sind, immer das. Aber das ist auch blöd, wenn der Ladescreen das letzte ist, was man das sieht. Ist der ja, Test stimmt. Der Standardstrecke. Oh. Extra für euch. Ich dachte, ihr freut euch mal über eine kleine Herausforderung. Oh, du bist so großzügig. Das sind übrigens Killerroboter. Das sieht echt super aus hier drauf schon mal. Echt, ey, Killerroboter, Stampfies. Oh Gott, das klingt wirklich nach Herausforderung. Warte, Stampfies? Stampfies? Woher kommen denn Stampfies? Ja, da hinten sind schon so böse oh, Stampfies. Gott. Oh. Und da müssen wir durch. Da musst du durch. Was? Behaupte ich jetzt einfach mal. Nee, wahrscheinlich wirklich wir beide. Da müssen wir rüber. Oh Gott, ich erinnere mich auch ein bisschen an sowas. Stimmt, und da ist der Strahl hier unten. Wir brauchen einen Kubus. Glaube ich. Ja, da oben ist wieder so ein Laserstrahl. Da liegt auch ein Kubus rum. Ach nee, das ist kein Laserstrahl, das ist so ein Viech, was uns töten will. Und da liegt aber ein Kubus? Liegt da. Ja, ich glaube schon. Von hier aus, wenn man springt, sieht man ihn. Ja, das stimmt. In Ordnung. So. Die Frage ist, hier hat man auch einen schönen Ausblick. Ich mache einfach mal irgendwas und gucke mich um. So kommt man ein bisschen rüber, aber nee, das bringt nichts. Aber guter Ausblick hier, so. Da ist auf jeden Fall ein Kubus. Ja, ich komme mal wieder runter. Weißt du, wir müssen irgendwie dort rein. Mhm, stimmt. Ja, aber wie? Da ist eine Wand. Ich weiß wie. Und zwar, hier ist nämlich auch eine Wand. Eine von uns beiden muss da rein und dann... Ja, darfst du gerne machen, also zu den ganzen Stampfies und so. Okay. Musst du aber dann mal ein Portal hinmachen. Ach, das ändert die Richtung, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Wo genau? Ich bin verwirrt. Hier unten muss ein Portal hin. Ach da, die Wand habe ich wirklich noch gar nicht gesehen. Ja, macht ja nichts. Nicht schlecht. Okay. Und jetzt muss ich nämlich... Ich habe übrigens Angst, hier sind Stachlis. Ja, passt bloß auf. Oh Gott. Alter, ich meine, du kannst ja drücken, dann siehst du ja, das ja. Ja, mache ich auch schon. Das ist echt heftig. Tja, das ist ja scheiße, weil da sind ja Stacheln und so. Ja, du musst den jetzt nämlich gleich umdrehen. Ach so. Aber ich weiß nicht wie. Doch, mit dem blauen. Und zwar, kannst du mal ganz kurz den umdrehen? Mhm. Nur mal austesten? Ja, okay, mach mal, geh mal wieder runter. Okay, und zwar, wenn ich jetzt sage, musst du drauf gehen. Okay. Jetzt. Wow. Heftig. Ja. Stimmt, so war das. Ich muss dich da irgendwie immer hin und her dingsen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab Angst. Wo bin ich? Nee, wo bin ich? Das ist doof. Ich mach dich mal nochmal zurück. Mach mal nochmal zurück. Dreh dich mal um. Irgendwie okay, okay, da okay, eins okay. hinkriegen, ganz schnell oder so. Ja. Dich rausfallen lassen und dann muss ich eventuell. Hä? Ich glaube, du hast eventuell die falsche Farbe genommen. Ja. Oh. Glaube ich auch. Armer. Ja, fängt gut an. Aber irgendwie so ist das. Ich habe auch keinen Überblick da drüben, weil ich halt nur ganz, ganz wenig sehe. Okay, ja, also das ist echt krass. Also ich sehe da ein bisschen mehr von hier aus natürlich. Und ich muss jetzt immer mit dunkelblau arbeiten, wenn ich das richtig sehe. Genau, immer mit dunkelblau. Genau. Ich sag dann wieder jetzt, ne? Mhm. Jetzt. Boah. Hier. Knapp.
In Ordnung. Ich glaube so rum, ja. Da muss ich ja runtergehen. Also irgendwie immer so hin und her. Alter. Nein! Ja. Was hast du getan? Nichts, da ist ein Stampfi ist runtergekommen und hat mich abgeschottet. Du hast auf jeden Fall den Turm da oben gerade schon mal kurz aktiviert. Ja, jetzt ist aber das Problem ist... Okay, also, und zwar, ich muss jetzt hier hochfliegen. Ach, du lebst noch. Ja. Du kannst ja Tab drücken, dann siehst du ja, was ich tue. Ja, mach ich auch, aber ich habe nicht hingeguckt. Aufs Schlaue. Es sieht toll aus, so wie ich, wo ich hier gerade bin. Das ist echt heftig. Vor allem der Stampf wieder oben. Ja, ich muss da jetzt hochfliegen und du musst mich dann mal kurz da oben halten, dass ich möglichst da oben über dem Stampfi mich umgucken kann. Oh Gott. Indem du immer mich hoch und runter fahren willst. Ja, das ist mir schon klar. Gut. Ich versuch's. Ich muss jetzt mal gucken wegen dem Tempo. Das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Ja, 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 ja. Los, fahr. Okay, jetzt. Warte, so. Und hoch. Geh. Runter. Ja, runter. Oh Gott. Okay, runter. Ich komm grad auf den. Runter. Wo ist der scheiß Knopf? Okay, jetzt. Okay, hoch. Runter. Irgendwie ist das lustig. Bleib so. Ich hab ja voll die Macht hier über dich. Ja. Das finde ich gut. So, ich bin drüben. Super. Ah! Okay, den Turm freut's auch. Ganz großartig so. Ich hab hier. Na toll. Jetzt ist die Frage. Wie diesen Turm wegkriegen. Wie krieg ich genau? Siehst du da unten irgendwie. Ach, du kannst da. Nee, da ist gar kein da ist keine Wand oder sowas, ne? Bei dem Turm. Nee. Auf der anderen Seite, dass ich ihn. Ach, aber da hier drüber. Ist ein Dings. Nee, geht auch nicht. Doch. Bewegt er sich? Ja. Okay. Und zwar. Ah ja, pass auf. Du kannst da runter durchgehen, durch den Strahl. Kommst du in den Strahl rein? Nee, wir können aber den. Und zwar, pass auf, dreh den mal um den Strahl. Okay. Jetzt machen wir mal, warte, ja. So, und jetzt kommt der nämlich, müsste der nämlich hochgefahren kommen und dort unten gleich rausfallen. Nicht nur der, der Kubus ja auch. Der Kubus auch, das ist ja gut. Das heißt, der müsste jetzt gleich nach unten kommen. Dann hab ich das Vieh gleich hier bei mir. Ja. Aber ich hab nicht mehr hier oben. Achso, nee. Nee, weg. Der muss noch weiter. Ja. Und jetzt ist die Frage der Fragen. So. Ist der denn noch aggressiv da drin? Oder könnte ich mir jetzt einfach den Kubus rausschnappen? Du kannst es ja mal versuchen. Aber ich weiß nicht, ob ich denn hier wieder hochkomme. Ja, kommt man. Der schläft. Sehr gut. Du kommst nämlich hoch, indem du... Oh Gott. Ja, ich glaube nämlich irgendwie nicht mehr so wirklich. Doch, und zwar, indem du... Haha, ich sehe mich selbst, lustig. Hier oben kannst du doch ein Portal hinsetzen. Stimmt. Und dann kannst du ja vielleicht durch diesen Strahl hindurch, genau. Mit dem Kubus kommst du ja denn da hindurch. Ja, und mit dem Viech. Naja, er steht ein bisschen im Weg so jetzt. So, und jetzt kannst du nämlich runterspringen. Ja, ungefähr jetzt. Sehr gut. Und jetzt kannst du das nämlich da drauf packen. Ach nee, da brauchen wir ihn da. Das bringt's irgendwie nicht. Der muss irgendwo anders noch hin. Da hinten. Da muss er hin. Da muss er hin, aber wie kommt er dorthin? Tja, das ist das nächste Problem. Bis dahin reicht der Strahl nicht. Das. Ja, tja. Und wie kommen wir dahin? Ja. Auch genauso die Frage. Ich habe jetzt noch keinen Bock hier rauszugehen, wenn wir jetzt irgendwas falsch machen und wir aber nochmal den Kubus holen müssen oder so. Ja, das stimmt. Aber eigentlich ist der Kubus ja sicher hier bei mir. Ja, aber falls wir den irgendwie woanders hin hätten bringen müssen oder sowas, weißt du? Ja, das kann sein. Aber ich habe eine Idee. Ah ja, kannst du mal auf den Schalter gehen?
Der muss darüber fliegen. Ja, ja. Mit genau. Anschwung. Ja, genau. Und da unten ist doch ein Portal. Oh. Ach da. Und da kann können wir denn ja auch rüberfliegen. Reicht das denn? Der Anschwung von hier oben aus? Hättest du noch eine Sekunde länger drauf stehen können? Oh, auf sorry, dem Schalter? Ich hatte keinen Tab an, ich wusste nicht, was mit dir passiert. Zur Not stell den Kugel drauf. Schon okay. So. Oh Gott, ich sehe gerade nicht, wo ich bin. Ah, hier. Eigentlich wieder okay. Hier vorne, ne? Ja, ja, ja. So, und jetzt? Ja, ich weiß halt nicht, ob der Anschwung reicht, deswegen würde ich mal sagen, dass erstmal ich versuche, testweise rüber zu fliegen. Aber wenn es dann doch reichen würde, wäre es ja auch cool, wenn ich den Kurs direkt mit hätte. Oh. Prinzipiell funktioniert super. Oh. Wie du siehst. Mist, dass ich Tab gerade nicht anhatte. Ja, wie du diesen Anschwung da gemacht hast, weiß ich aber nicht. Was? Naja, du bist da irgendwie erst dreimal hin und her gedingst, bevor... Oh ja, gute Idee. Geh mal weg. Mit dem kann man ja auch testen. Nee, ich wollte ihn weghaben, dass er uns nicht tötet. So. Der schläft. Ja, und zwar, der Trick ist, dass du halt, Reicht es denn da einfach reinzuspringen? Ja, du musst einfach nur einmal, ich kann es dir nochmal demonstrieren. Ja. Ohne den Kubus. Obwohl, dann musst du das mit dem Kubus schaffen, ne? Das weißt ja. Du. Ich versuch's. Und zwar, dass du... Tatsächlich, der Schwung reicht. Einfach durchspringst, genau. Ja, okay, da war ich mir nämlich nicht sicher, ob das okay, so reicht. Okay, ich dachte auch, dass ich nochmal da durch muss, weil du kannst ja die Beschleunigung verdoppeln, indem du halt von dort oben nochmal reinfällst, verstehst du? Und dann hast du ja doppelte Fallbeschleunigung. Ja. Aber einer reicht. Also entweder ich werfe ihn jetzt da rein, aber dann landet er wahrscheinlich daneben. Ja, nimm ihn einfach mit. Ich versuch's gemeinsam. Genau. Juhu! Glückwunsch! Super! Geht doch. Passt. Wunderbar. Krass. Und wir könnten sogar nochmal wieder zurück. Ja. Was noch was bringen soll. Also falls ja. Wir es verkackt hätten oder so. Zum Beispiel. Das ist gut. Glückwunsch zum Abschluss der Standardstrecke. Ehe wir weitermachen können, müsst ihr noch einen Test außerhalb des Standard-Testverlaufs abschließen. Das war ja so klar. Vermeidet dort draußen diese albernen Gesten. Zum Beispiel... Oh. Ich war sowas? Schneller. Genau. Wenn ich nicht mehr hinsehe, hört das irgendwann auf. Niemals, das denkst auch klar, nur das du. Niemals. Wir sind gut. Ja, richtig gut. Du warst echt mutig da zwischen den ganzen Stampfies. Einer musste da ja rein. Deswegen, es war nun... Und außerdem, ich sterbe ja nicht, sondern nur der Roboter. Das ist mir relativ. Ja, denn echt würde ich da auch nicht reingehen, glaube ich. Nein. Aber wenn wir keine Wahl hätten, weil wir da eingesperrt sind, dann müssten wir es ja irgendwie schaffen. Das wäre schon krass. Das wäre heftig. Und im ersten Teil ist es ja auch ein Mensch, der sich dadurch quält. Naja, im zweiten ja auch Singleplayer-Modus. Ja. Von daher, ich hoffe, ich lande nie in sowas. Da gibt es keine Remontierungseinheit. Nee, leider nicht. Wir müssen das E-Werk am Ende dieser Strecke finden. Die boah, Menschen das war lang. Es versehentlich von meinem Netz getrennt haben. Du solltest da weggehen. Oh Gott. Sicher nur ein Verwaltungsfehler. Hier wird man ja richtig ja, nett die begrüßt. Verwaltung. Ja, ja, die Verwaltung, natürlich. Genau. Natürlich. Oh Gott. Ja, das ist schon mal sehr entspannt. Etchi Betchi. Okay. Oh, ich habe eine Errungenschaft bekommen. Echt? Unerreicht. Du kannst dir auslachen. Warte mal. Stimmt. Cool. Das finde ich echt gut. Also das da wäre ich jetzt niedlich. Nicht drauf gekommen, dass man da eine kriegt. Also ich nö. Dachte mir, ich mache das einfach mal so aus Spaß an der Freude. Thema Spaß an der Freude. Freude hört auf. Genau, der Spaß hat ein Ende. Die Folge ist vorbei. Das auch, aber du kannst ja auch mal hier durchgucken, denn siehst so. Du, dass es in der nächsten Folge nicht wirklich besser oh wird. Vor allem, weil da unten überall Kampfroboter langfahren. Oh nein, ja. Das ist ja wunderschön. Ja. Ich dachte, du meinst jetzt, weil die Folge zu Ende ist, aber das ist ja sie auch. Also das ist doppelt gemoppelt sogar. Genau, der Spaß dann, hat zweierlei auch. Oh Mann, oh Mann. Mal gucken wir mal, ob wir in der nächsten Folge Spaß wiederfinden können. Genau, lassen wir uns überraschen. Bis dann. Ciao, ciao.